Hallo Gemeinde, herzlich willkommen zu Preacher's Minute. Ich habe gepredigt heute, mein Thema ist Gott arbeitet nicht allein. Und ich habe gepredigt über das Johannes 11, wo Jesus auf dem Weg ist zu Lazarus. Lazarus ist nämlich gestorben. Seine zwei Schwestern, Maria und Martha, laufen zu Jesus, holen ihn, damit er Lazarus wieder auferweckt. Und in dieser Geschichte landen sie dann alle am Grab von Lazarus. Und Jesus, der gleich einen Menschen von den Toten zum Leben auferwecken wird, der sagt zu den umstehenden Leuten, hey, rollt doch mal den Stein weg. Und als Lazarus rauskommt wie so eine Mumie, da sagt er zu ihnen, nehmt ihm die Gewänder ab. Und er involviert Maria und Martha in sein Wunder. Und ich glaube, dass in diesem Jahr ganz besonders Gott dich in seine Wunder involvieren möchte. Du bist Teil von Gottes Wunder. Und alles, was es dafür braucht, ist, dass wir Ja sagen zu dem, was Jesus uns gibt, damit treu umgehen, auch wenn wir uns dabei die Hände schmutzig machen oder die Finger schmutzig machen. Weil Jesus hat nämlich keine Angst vor den Abgründen der Gesellschaft, vor den ekligen Grabtüchern, die Lazarus umhat. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die keine Angst hat vor den Tiefen, vor den Abgründen dieser Gemeinde. Wir wollen Teil sein von Gottes Wunder, von dem, was er tut. Weil das Erste, was Lazarus sieht, als er aus dem Grab kommt, ist nämlich nicht Jesus, sondern es ist die Gemeinde Jesu. Es sind Martha und Maria, die ihm die Tücher abnehmen. Und so wollen wir als Gemeinde unterwegs sein. Und wisst ihr was? Erweckung hat schmutzige Finger. Das bedeutet, das zu tun, was Jesus tut, auch wenn es schmutzig ist, wenn es schwierig ist, wenn es herausfordernd ist. Aber Gott involviert dich in seine Wunder. Gott arbeitet nicht allein, sondern er nimmt dich mit hinein. Und vielleicht nimmst du die Frage mit auf den Weg für diese Woche. In welchem Bereich deines Lebens möchte Gott dich gebrauchen und dich in seine Wunder involvieren? Und wie kann das aussehen? Und was ist vielleicht auch das bisschen, was du bringst, wo du denkst, das ist es doch gar nicht wert. Dieser Jesus, der könnte Lazarus alleine von den Toten auferwecken. Warum braucht er eigentlich mich dafür? Und diese Unzulänglichkeit, die du vielleicht fühlst, die kannst du Jesus geben. Also nochmal, die Frage für diese Woche ist, in welchem Bereich meines Lebens möchte Gott mich in seine Wunder involvieren? Und was bedeutet das vielleicht für mich? Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Bis bald. Ciao.